Hallo Freunde des Modellbaus. Heute wollte ich euch mal ein Unboxing machen von dem Battleship HMS King George 5 von Revell in 1 zu 570. 40 cm lang ist dieses Modell. Ich finde es recht interessant. Und zwar zur Geschichte: auf den Stapel gelegt wurde es am 1. Januar 1937 und vom Stapel gelassen am 21. Februar 1939, gebaut von Vickers Armstrong. Fertiggestellt wurde es am 1. Oktober 1940. Die Bewaffnung war 10 35 cm MK2 Kanonen, 16 13 cm MK1 Doppelzweckkanonen, verschiedene Kombinationen von 2, 1, 4 und 8-rohrigen 40 mm Kanonen waren eingebaut, sowie verschiedene 20 mm und 13 mm Kanonen. Die Bewaffnung änderten sich während des Krieges. Die Abmessungen von dem Schiff waren 227 Meter Gesamtlänge, 31,4 Meter Breite, 10,5 Meter Tiefgang. Die Panzerung war 35 bis 38 cm im Panzergürtel, 13 bis 15 cm auf den Decks. Reichweite und Dauer waren 14.000 Meilen bei 10 Knoten, 2.500 Meilen bei 27 Knoten und 3.700 Tonnen Treibstoff wurden mitgeführt. Daran erkennt man eigentlich schon, was es für ein Kriegsschiff war. Es war relativ großes mit viel Kanonen. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Modell selber. Schauen wir uns mal die Gießäste an. Und zwar haben wir hier als erstes den Rumpf. Könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Der erste. Insgesamt gibt es vier Gießäste bei dem Modell. Hier haben wir die Kanonen mit recht gut gegossen, bis auf da das eine Teil, aber das kann man ja wegmachen, ist ja nicht das Thema. Aber sonst finde ich es ganz gut gemacht. Hier ein Zwischendeck, auch sehr schön gemacht mit die Schiffe oben drauf, die Beiboote. So geil. Flugzeug. Der Anker, also vorne, wo man dann halt muss drauf steht. Hier ist das Oberdeck. Noch ein paar Boote. Rotoren, noch ein paar Kanonen. So, also das waren jetzt die vier Gießäste. Dann haben wir ein paar Deckels, also nicht sehr spektakulär. Steht halt bloß drauf, was es für ein Modell ist. Da kommen wir mal zu der Anleitung. Und zwar besteht das Schiff aus 125 Teilen und 25 Bauschritten. Wie typisch von Revell die Anleitung. Hier vorne hat man die Farben wieder. Ein paar Hinweise. Hier hat man die Gießäste. Vier Stück an der Zahl. Und hier unten haben wir schon den ersten Bauschritt. Meistens fängt man mit dem Rumpf an.
Hier die Rotoren. Hier unten hat man dann auch schon die Kanonen oben auf dem Deck drauf. Das schon bei Schritt 10. Und hier drüben. Also nicht sehr. Hier hinten hat man dann nochmal zwecks dem Thema Bemalung. Kann man sich dann. Hier hat man die Farberkennung. So, das war jetzt mein kleines Unboxing von dem Battleship HMS King George. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch oder abonniert mich sogar. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Euer Modellbau. Tschüss.